Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ja, weiter geht's mit dem nächsten Video. Ich soll mal auf Thriving Fails reagieren. Mir wurde nicht explizit gesagt, was für ein Video. Ich habe mir jetzt einfach eins ausgesucht und es ist weltweit, ne? Also nicht nur in Deutschland. Wir können gerne mal ein Video über Deutschland machen, aber es ist halt jetzt weltweit und ja, bin mal gespannt, was so weltweit auf den Straßen so passiert, ne? Jo, da gucken wir mal. Der, nee, okay, gut. Ich dachte, der LKW zieht jetzt komplett. Okay, er zieht. Okay. Das ist natürlich scheiße, weil ich habe jetzt zuerst gedacht, dass der LKW nochmal auf die rechte Spur nochmal zieht. Aber er wollte nochmal auf die rechte Spur ziehen. Das ist, ja, okay. Vor allen Dingen, der hat es wirklich noch geschafft, auf dem Standstreifen weiterzufahren. Ich dachte, oh, ja. Das ist, boah, Alter, wie dumm kann man eigentlich sein, ne? Wie dumm kann man eigentlich sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn man schon die ganze Straße braucht, ne? Oh, fuck. Oh, vor so, da kriegt man immer mega Schiss, ne? Da kriegt man immer mega Schiss, wenn ein LKW entweder übelst nah ranzieht, oder was ich auch immer sehr schön finde, wenn LKW-Fahrer dich überholen, weil du auf der mittleren Spur fährst und die wollen dann komplett auf die rechte Spur dann ausschweifen, ne? Und die ziehen an dir so wirklich einen Millimeter vorbei. Ne, also es gibt wirklich LKW-Fahrer, da denkt man so, könnt ihr einen LKW wirklich einschätzen? Könnt ihr das? Glaube ich bei manchen nämlich nicht. Stopp. Okay. Und er fährt weiter. Ja, das ist ein bisschen unlucky jetzt an der Stelle. Das ist ein bisschen doof. Ich finde das auch geil, was das hier absolut kein Ton ist, ne? Finde ich cool. Columbus. Oh, und der fährt durch. okay, aber da hätte er jetzt auch ein bisschen warten können. Der jetzt. Hä? Ich hab die. Okay. Er wird ihn. Okay, ich verstehe. Er hat ihn hier an der Ampel gerammt. Und fährt jetzt zurück, weil ich habe zuerst gedacht, dass er einen Rückwärts, dass er nach hinten rollt, dass er einen Rückwärtsgang irgendwie aus dem Sinn drin hat. Aber nee, okay, der hat also, der hat den vorne, ist er den aufgefahren und fährt jetzt zurück, will halt abhauen. So, und jetzt haut er ab. Aha. Fuck, ey. Mann. Ey, wenn ihr den jetzt noch bekommt, also er scheint sich ja auszukennen, oder? Mal gucken. Hä? Where'd they go? They just got rear-ended. Oh, there they are. Okay.
Ah, okay. Ja gut, er hat ihn ja aufgenommen. Das reicht ja erstmal. Dann sollte man sich wirklich lieber erstmal um den kümmern, weil man weiß ja nicht, vielleicht ist er ja verletzt oder so. Liegt im Sterben. Ja, was macht denn der? Ja, der hat's eilig. Tschüss. Der hat keinen Bock auf den Stau, ne? Auf den Berufsverkehr. Ja, warum nicht, ne? Okay, der wurde jetzt. Okay. Ja, das ist natürlich beim Abbiegen ein bisschen doof. Sag ja immer Warnlicht lieber beim Abbiegen machen. Dass die Leute auch checken. Ich glaube, das ist nie so gefährlich wie Blinker. Ja, da wird er gerade von hinten angeschoben. Oh, Alter. Boah, krass. Okay, Schulbus. Nee, doch nicht. Ach, okay. Krass. Sah aus wie ein Schulbus. Dann wurde der ein bisschen angestupst, ne? Der sollte halt ein bisschen schneller fahren. Ist ja nicht schlimm. Ach, sowas finde ich auch mega schlimm, ne? Wenn die Leute einfach über die Straße laufen, da wo kein Übergang ist. Ich verstehe das ja, also ich verstehe das ja so ein bisschen, wenn die Straße null befahren ist, weil man so sieht, okay, die ist von allen Seiten frei. Gut. Ne, nicht so schlimm. Aber es gibt da wirklich die Leute, kennt ihr vielleicht selber, da ist die Ampel. Und dann 50 Meter, 100 Meter weiter laufen die Leute über die Straße, also ne, von der Ampel weg. Und da fahren halt noch die Autos so 50, 60 oder sowas, ne? Manche 80, manche ein bisschen mehr, so, ne? Und das finde ich dann, weiß ich nicht, also die Leute. Ja, es ist manchmal anstrengend, bis zur Ampel zu laufen, kann ich verstehen, aber ganz ehrlich, also damit tun die sich selber was Gutes, weil es geht vielleicht tausendmal gut, aber irgendwann vielleicht dann doch nicht. Irgendwann schläft vielleicht dann doch mal ein Autofahrer. Man läuft drüber und der Autofahrer kommt vielleicht doch ein bisschen näher, weil man ja nicht immer das Tempo einschätzen kann. Ja, weiß nicht, sowas finde ich irgendwie. Für sowas habe ich halt. Ja, wenig ver. Gut, die wollten jetzt hier auf die Wiese. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Boah. Ich frage mich gerade, ob man da offiziell abbiegen durfte. Ob das jetzt hier so eine offizielle. Ist halt übelst geil, ne? Wenn du mitten auf der Autobahn, das ist voll geil, wenn du nie von der Autobahn runter musst, sondern einfach so links abbiegen könntest. Einfach so mitten auf der Autobahn, ja, ich würde doch wieder zurückfahren, ich habe meinen Backofen vergessen oder sowas. Oder mein Kind in der Babyklappe vergessen, ne? Da könnte man einfach jetzt so abbiegen mitten auf der Autobahn. Aber ist halt natürlich sehr gefährlich, ne? Und er hat's halt nicht gesehen und er wollte halt schnell in Urlaub, ne? Warum nicht, ne? Wenn man halt schnell in Urlaub muss, ne? Da kann man nie bremsen oder nie aufpassen, dann muss man halt schnell losfahren. Geht nie. Aber schön, der hat jetzt erstmal einen schönen Reifentest gemacht und vor allen Dingen auch einen schönen Test gemacht, ob die Bremsen funktionieren, ne? Fährt er weiter? Nee, okay, der fährt jetzt einfach gemütlich weiter. Tja. Oh. Okay. Also solche Überholmanöver verstehe ich irgendwie auch nicht, ne? Solche würde ich sofort Führerschein wegnehmen. Sofort. Oh fuck. Bremst der mal? Okay.
Ah, hier, das ist immer so eine beschissene Situation mitten auf der Autobahn. Wenn du eine Vollbremsung machen musst, du weißt halt nie, wie der hinter dir reagiert. Da kriegt man immer so eine Angst. Du weißt halt nie, der hinter dir könnte natürlich jetzt komplett richtig sofort bremsen, ne? Aber du weißt ja nie, wie der Nachfolger dann reagiert. Irgendeiner fährt dann vielleicht auf oder sowas, ne? Aber Glück in Unglück, ey. Wirklich Glück in Unglück. Ich Dafür glaube, mache ich mit Leidenschaft Werbung, weil ich der fährt absolut jetzt erstmal überzeugt nicht von mal den so schnell. Produkten. Guck mal, er blinkt aber immerhin, ne? Oh. Oh, ja, das ist natürlich dann doof. Bisschen zu schnell unterwegs, ja. Oh, der hat die Dame mit. Ah, oh, davor habe ich ja auch immer Angst, ne? Ampel ist grün. Hatte meine Oma auch immer damals mega Angst. Die ist dann trotzdem immer stehen geblieben, weil es gibt dann wirklich solche Idioten, wenn man an der Ampel steht. Das habe ich selbst ich schon 5 Milliarden mal gefühlt mitbekommen, selber live erlebt. Man Ampel ist seit 5 Stunden grün für den Fußgänger und die Abbieger. Manche haben keinen Bock auf die Fußgänger zu warten. Die geben dann meistens noch mal Gas, wenn man gerade als Fußgänger auf die Straße will, dann geben viele extrem schnell Gas, dass die noch durchkommen. Oder manche checken das zu spät, ne? Und die bremsen dann erst, wenn du schon auf der Straße bist, weil die vielleicht am Handy gerade, und das habe ich leider auch schon wirklich miterlebt, dass die am Handy gerade am Tippen sind. Und die bremsen dann erst, ja, 1 Millimeter vor dir. Das ist immer so, also solchen Leuten Führerschein wegnehmen, ganz einfach. Ich glaube, hier liegt die Frau, ne? Oder der Mann. Oder? Es war, glaube ich, glaube, hier lag gerade. Boah, hat der. Scheiße, hat das der Auto. Ah, okay. Sir, I think you forgot something. Oh. Darauf habe ich jetzt null geachtet, ne, dass seine Motorhaube auf ist. Ich dachte jetzt irgendwie, so was anderes noch passiert. Oh, das wird ein Wildunfall, oder? Nee, okay, der rutscht. Ich dachte jetzt wirklich ein Wildunfall. Immer draufhalten, auch wenn das immer so übelst heftig. Ja, cool. Fährt mal wieder zurück. Ja, warum nicht, ne? Das wäre ein Wildunfall gewesen. Das darf man halt auch nie machen, ne? Dann anfangen, Vollbremsung zu machen oder in Gegenverkehr zu fahren. Klingt zwar absolut asozial, aber muss man halt draufhalten in dem Moment, ne? Und wenn man Glück hat, klar ist ein Schaden am Auto, aber lieber so, als wenn irgendwie, man sieht es vielleicht in dem Moment nicht, da kommt ein Bus an der, sage ich mal, Kurve, ihr seht das nicht, ihr seht vor euch jetzt das Wild, ihr geht in Gegenverkehr und rammt noch den Bus und ja, da habt ihr nicht nur einen Schock, sondern ich denke mal, seid ein bisschen mehr verletzt. Oh lol, auf der falschen Spur. So ein Idiot, ey. Ey, sowas verstehe ich auch nicht, ne? Ey. Die haben irgendwie 1 Meile, ne, oder also so mehrere Kilometer, haben die Zeit und die wissen ja ganz genau, die müssen da abbiegen. Ne? Warum reihen die sich dann nicht schon rechts ein? Warum müssen die dann irgendwie noch ganz links fahren und paar Sekunden vor der
ne, vor der Abfahrt. Ach ja, scheiße, ich muss ja runter. Verstehe ich nicht. Das ist so gefährlich. Weil die bremsen ja natürlich dann den ganzen Verkehr mit aus, ne? Okay. Hat aber gut reagiert. Ich glaube, der wollte geradeaus. Fuck. Hä? Was ist das für eine Werbung? Die kenne ich ja gar nicht. Oh, ja, egal. Oh. Oh Mann, Alter, warum? Dann fahr doch einfach weiter, dann nimm, ist halt scheiße, aber dann nimm halt die nächste Abfahrt. Warum muss man sein Leib und Leben und vor allen Dingen auch das Leben von anderen riskieren? Ich verstehe das. Das verstehe ich zum Beispiel auch nie. Bei genügend. If you like this video, please like and share this video. Also hier bei genügend Abstand, ne, hätte das gar nie passieren dürfen. Ne? Finde ich auch immer heftig, wenn die Leute absolut keinen Abstand lassen. Sieht man immer ganz cool, also ich sehe das auch immer ganz oft, gerade wenn ich aus einer Bahn steige und die Autofahrer wirklich so stehen, ne? Dass man noch nicht mal mehr als Passant durchkommt. So, und da denkt man sich, okay, kann ja sein, dass er ja zu spät gebremst hat oder sowas, ne? Und deshalb so wenig Platz ist, ne? Dann fahren die so weiter. Wirklich so fahren die dann weiter. Und da denke ich ja manchmal, wenn der mal vor dir jetzt wirklich eine Gefahrenbremsung machen muss oder wirklich mal zu spät bremst oder irgendwie nicht richtig reagiert, dann fährt der auf und der nächste auf. Und warum muss man sowas machen? Ich finde solche Videos immer so, ja, mega, also interessant in Anführungszeichen. Also immer, immer schön zu sehen, wie manche den Führerschein geschafft haben. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, aber irgendwie hinbekommen. Das, bei den meisten denke ich mir so, wie in der Schule. Die haben vor der Prüfung gelernt, haben alles sich schnell gemerkt, ne? Und dann irgendwie, ja, nach der Prüfung braucht man das ja nicht mehr, alles vergessen, ne? Ne? So ist es halt bei den Autofahrern, die vergessen dann irgendwie die STVO. Was ist denn also, was ist denn das? Kenne ich nicht, STVO, sorry. Also damit habe ich leider nichts zu tun. Ja, finde ich schade. Und ich finde es halt immer am schlimmsten, dass dann immer Unbeteiligte erwischt. Ne? Weil wenn es dann der eigene Fahrer, ne, wenn der dann Totalschaden hat, da habe ich kein Mitleid, aber meistens sind dann noch Unbeteiligte mit einem Unfall verwickelt, was ich halt dann echt extrem scheiße finde. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir doch bitte über Instagram, über Twitter, würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.